Ja, Trittau bewegt sich, das bringt Spaß, tut gut und es bewegt die sportlich Aktiven, die Zuschauer, aber auch die Gemeinde Trittau, wie man hier sieht. Also von hier oben sieht man, der Platz ist voll und das freut mich, das ist eindrucksvoll. Dass das so ist, liegt vielleicht auch an dieser besonderen Mischung der Veranstaltung, denn es geht ja nicht nur um das Laufen, sondern es ist ja auch für jeden etwas dabei, sei es vom Flohmarkt für die, oder Kinderprogramm oder die Präsentation der Wirtschaft. Bevor man so eine Veranstaltung auf die Beine stellen kann, ist eine Menge Organisationsarbeit notwendig und deswegen möchte ich an dieser Stelle ganz ausdrücklich beiden Initiatoren und Organisatoren der Veranstaltung danken, Dennis Stoiber von der Alten Apotheke und Christian Behrendt von Hansekult e.V. Das ist ein Applaus wert. Meine Herren, machen Sie weiter so. Ich hoffe, dass es auch im nächsten Jahr dann zum vierten Mal heißt, Trittau bewegt sich. Die Unterstützung der Gemeinde Trittau sage ich Ihnen von dieser Stelle aus auch weiterhin zu. Ich danke aber auch allen anderen fleißigen Helferinnen und Helfern, die bei der Planung und besonders heute bei der Organisation mit anpacken, wie zum Beispiel unsere Jugendfeuerwehr Trittau. Und natürlich freue ich mich ganz besonders, dass der Schirmherr dieser Veranstaltung die Marathonlegende Peter Wienicke ist. Und natürlich danke ich auch allen Sponsoren, ohne die diese Veranstaltung hier gar nicht möglich gewesen wäre. So bringt Trittau bewegt sich quasi alle zusammen. Einzelne Sportler und Teams, Zuschauer, ehrenamtliche Helfer, Kinder, Erwachsene, Senioren, Organisatoren und Sponsoren. Und was ich auch finde, Trittau bewegt sich zeigt sehr eindrucksvoll die schönsten Seiten unserer Gemeinde. Wir starten hier an unserem schönen Freibad, dann geht es weiter durch unsere Geschäftsstraße, die Poststraße, vorbei an der historischen Wassermühle und dann in unser Naherholungsgebiet Hahnheide. Trittau starke Seiten liegen alle so nah beieinander und das zeigt dieser Lauf, finde ich, ganz eindrucksvoll. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Ich wünsche Ihnen nachher viel Spaß. Der soll im Vordergrund stehen. Gucken Sie nicht so sehr auf die Zeit. Ich selber wollte mitlaufen, kann es leider nicht, weil ich jetzt krank geworden bin und Fieber habe. Aber dafür startet meine Gemeindeverwaltung in lindgrünen T-Shirts hier mit einem Team. Das heißt, Sie dürfen heute auch alle so schnell laufen, wie Sie wollen. Der Bürgermeister muss nicht vorgelassen werden. Also, viel Spaß heute bei Trittau bewegt sich. Ja, vielen Dank, Oliver Mesch. Und eins kann ich noch hinzufügen, die Nachricht habe ich nämlich am Freitag bekommen. Am 1. Mai gibt es sozusagen die Fortsetzung dieses Laufes. Und wir haben eine definitive Zusage bekommen von unserem Landtagspräsidenten Schleswig-Holsteins, von Klaus Schlie. Der passt hier genau durch den Bogen. Und dementsprechend freuen wir uns natürlich, dass er auch am 1. Mai 2015 mitläuft. C'è l'alba che splende con tutta la gente.